Hallo und herzlich willkommen zu Folge 105 von Legend of Asrum. Wir sind gerade mit Markus Ein unterwegs. Das Labyrinth, war so mehr oder in dem minder ich eine wohne. Quest in der Stadt. Ich dachte eigentlich, der teleportiert uns ins Kloster. Nein, warum auch? Ich muss Er läuft mit mich uns ins zurückziehen. Kloster. So als erste Begleitung. Das Schöne ist, der bleibt jetzt stehen und wartet, bis wir wieder da sind. Das heißt, der bleibt da durchgehend und läuft dann zurück in die Stadt. Das heißt, wir können mal ganz kurz hier abseits beim Sondrill die Quest Hey. abgeben. Ich habe das Bier. Das war gar nicht so einfach bei dem alten Haudegen. Jetzt wirklich? Danke dir. Hier, ich schenke dir etwas Besonderes. Okay, 180 Roperi ist in Ordnung und vier Spruchrollen, die jetzt besonders waren, das entscheidet am Ende immer noch ich. Sieht jetzt nicht danach aus. Aber okay. Quest ist erledigt, EP sind da. Gut, gut. Und Heilpflanze auf den Weg mitnehmen und auf zu Markus. Den Markus lassen wir noch ein bisschen mit seinen Feuerfertigkeiten ein bisschen hier rumballern. Auf dem Weg ins Kloster, dann kriegen wir noch ein bisschen EP. Ein Lager denkt Also auch an vielleicht, je den nachdem, ob uns das mal Höhlen. einen Weg läuft oder nicht. Das Schöne ist, die Gegend hier haben wir eigentlich vollends abgeklappert. Das Einzige, was noch sein könnte, ist, dass hier vielleicht irgendwo noch Truhen sind, die ich noch nicht öffnen konnte. Und hier sind schon wieder drei Heilpflanzen. Sag mal, entweder spawnen die auch nach oder ich bin komplett blind. Auf jeden Fall haben wir die, ach, guck mal, da marschieren die Truppe entgegen. Mönch, Mönch, Mönch und Mönch. Die marschieren irgendwie einmal in der Woche oder so in die Stadt. Zumindest bin ich mir sicher, dass es nicht täglich ist. Ja, auf jeden Fall die Gegend hier haben wir ziemlich gut schon abklappern können. Ja, da hinten war ja auch Chlors Bande. Vielleicht geht es da anders noch irgendwo hoch, aber das glaube ich nicht. Und wenn das der Fall wäre, dann wären wir da noch nicht gewesen. Aber zum Glück haben wir auch alles ums Kloster herum. Und da war auch, soweit ich mich erinnern kann, keine Truhe. Falls ich mich irre, sagt mir Bescheid. Truhen gehen immer vor. So, jetzt laufen wir mit Markus ins Kloster. Und hoffentlich sind wir dann los, denn im Kloster können wir dann noch ein paar Quests abschließen. Und werden eventuell auch ein paar Aufnahmequests noch annehmen. Ja, eigentlich wollte ich es ja so ein bisschen, ne, erst in der Stadt, dann im Kloster oder im freien Lager und dann im freien Lager oder halt Kloster, je nachdem, ne? Aber das ist alles so ein bisschen verzweigt und verwurzelt und durcheinander, denn wir müssen für die eine Aufnahmequest als Rekrut im freien Lager nach Informationen suchen. Das heißt, wir kommen da gar nicht dran vorbei, dass wir da in alle Fraktionssiedlungen müssen. Deswegen können wir auch gleich, wenn wir die unabhängigen Mönchsquests abgegeben haben, direkt nach den Aufnahmebedingten fragen oder so. Das lässt sich ja direkt machen, wenn wir schon mal da sind. Dann nehmen wir halt einfach alle Quests an. Quer durch. Aber ich werde euch jetzt schon sagen, also Mönch werden wir nicht werden oder halt dann Magier. Das heißt, entweder werden wir im freien Lager als Söldner anfangen. Das ist am wahrscheinlichsten, weil das mache ich eigentlich immer und passt zu meinem Spielstil. Wobei das für einen Rekruten eigentlich auch gilt. Aber als Söldner hat man irgendwie mehr das Gefühl der Dann Freiheit. reden wir. Ich habe nur noch einiges zu erledigen. Wir sehen uns entweder im Kloster oder sicher noch mal in der Stadt. Sag den Wachen am besten, dass du mit mir gekommen bist. Dann werden sie dich reinlassen. Was, wenn sie mich nicht reinlassen? Nun ja, den Weg kennst du ja jetzt. Ihr meint, hat er Humor. Wo kannst du mich hinbringen? Ich reise häufig zwischen Stadt und Kloster hin und her. Wenn du willst, nehme ich dich mit. Ach, jetzt nimmt er mit, oder was? Okay, irgendwie konnte ich nichts auswählen. Dann laufen wir wieder zurück oder so, wohin auch immer. Aber die Wachen lassen mich eh rein, denn die kennen mich. Zumindest ein bisschen, wir waren ja schon da. Wenn wir hier sind, frage ich auch mal am besten hier nochmal die Rekruten. Vielleicht haben die ja auch was für uns zu tun, aber erstmal sage und ich will die Quest loswerden. Ich habe ein paar Meinungen zum Bier eingeholt. Das Bier könnte ruhig noch intensiver schmecken. Soll es das? Da muss ich wohl noch etwas verändern, aber danke, dass du das gemacht hast. Was ist mit meiner Belohnung? Ach ja, hier hast du 5 Flaschen frische Brise, das ich hier gebraut habe. Außerdem kannst du bei mir jetzt immer das Bier kaufen. Wow. Zeig mir deine Waffe. Hammer, ich werde. Kann man da irgendwas Spezielles nehmen? Das ist alles, hat er.
Tatsächlich ist die frische Brise ziemlich gut, sehe ich gerade. Heilt 10% Lebensenergie und 10% Mana. Das heißt, später, wenn wir sau viel Leben haben, was weiß ich wie viel, wir haben jetzt gerade nicht mal 300. Aber zum Beispiel Xeris Rückkehr, da haben wir hatten bei Xeris Rückkehr, da hatten wir 1000, ich glaube nicht. Aber Odyssee hatten wir, glaube ich, mehrere tausend. Auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, wir können ja Level 50 bis 60 werden. Da wird noch einiges an Leben dazukommen. Dann sind 10% nicht zu verachten. Das heißt, das Bier heben auf jeden Fall auf. So, aber ich glaube nicht, dass die hier relevant sein sollten. Für die Rekrutenquests in der Stadt. Aber wer weiß. So, der ist auch unwichtig so. Aber wir haben ja noch eine Quest. Und zwar, wer war denn das? Kurom, der Magier. Oder ein Magier. Wer weiß, wie viele hier sind. Und Tönes werden wir, wie gesagt, auch nochmal ansprechen müssen. Oder hat man das nicht sogar schon gemacht mit dem Netz des Fischers? Genau. Allerdings soll er dafür eine Spende an das Kloster entrichten. Stimmt. Das hat man sogar schon erledigt. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Das heißt, dem geben wir das und dann... Er kann uns das beibringen. Das müssen wir auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber dazu brauchen wir, wie gesagt, kein Alchemie-Können. Das ist ganz gut. Aber der hat auch nichts Wichtiges. Auf jeden Fall das mit Tönes und mit dem Simon, das hat man sogar schon erledigt. Was gibt es hier im Kloster? Das Kloster ist nicht allzu groß. Ja, das hatten wir schon alles. So. Dann würde ich sagen, fragen wir schon mal nach. Ich möchte mich dem Kloster anschließen und den Weg des Novizen gehen. Bevor ich dich prüfen kann, solltest du erstmal mit Alastor sprechen. Er wird dich in das Leben hier im Kloster einweisen. Okay. Wo finde ich Alastor? Gehe den Weg hier hoch. Dann wirst du ihm sicher begegnen. Nun gut. Möge Adanos... Es könnte sein, dass das wieder so ähnlich wird wie dann in der Stadt beim Ron. Dass dann vielleicht einer sogar schon sagt, ach, du hast mir da so gut geholfen, da brauchst du jetzt nichts mehr zu beweisen, aber ja, höchstwahrscheinlich kriegen wir einen Haufen Quests. Aber umso besser. Dich habe ich gesucht. Um was geht es denn? Gestern ist mir Adanos im Traum erschienen. Im Traum befand ich mich in der Kathedrale und betete vor der Adanos-Statue, als plötzlich Adanos zu mir sprach. Er sprach davon, dass schwere Zeiten bevorstehen und ein neuer Mensch das Land in den Umbruch stürzen wird. Ehe ich fragen konnte, verschwand Adanos, so schnell wie er gekommen war. Als ich mich nun umdrehte, sah ich dich in der Kathedrale stehen. Ich bin mir sicher, dass Adanos dich meinte. Dein Schicksal ist es, ein Diener Adanos zu werden. Du musst aber noch viel Wissen erlangen, um der Herausforderung entgegenzutreten. Du bist nun bereit, ein Mitglied des Klosters Adanos zu werden. Wie, so schnell? Warum? Ich habe hier so einen Spiegel. Ich glaube, er ist magisch. Kannst du was damit anfangen? Magisch, sagst du? Zeig her. Ja, da hast du wohl recht. Ich spüre deutlich, wie dieser Spiegel von einer magischen Aura umgeben ist. Ich würde ihn zu gern untersuchen. Steht er zum Verkauf? Das kommt darauf an. Ich bin es nicht gewohnt, mit Menschen zu feilschen. Ich bin Magier, kein Händler. Ich denke, 500 Goldstücke sollten für den Anfang genug sein. Und jetzt geh. Ich muss mich meinen Studien widmen. Ich würde gerne wissen, warum ich direkt Novize werden kann und der... davon sprach, dass ich dem Traum erschienen bin. Das kommt jetzt gerade ein bisschen seltsam und ein bisschen schnell. Soll ich nicht erstmal irgendwie ein bisschen Aufnahmequests und sowas? Ich habe Neuigkeiten zum Spiegel. Ja? Erzähl, was hast du erlebt? Das ist eine lange Geschichte. Die beiden verschwanden dann im Nichts. An deinen Augen erkenne ich, dass du die Wahrheit sprichst. Ich denke, ich werde deine Geschichte schriftlich festhalten. Auch wenn es wohl kaum einen Leser gibt, der dir Glauben schenken wird. Ich danke dir dennoch für deine Mühen. Was ist mit dem Spiegel? Brauchst du ihn noch?
Mir scheint, mit der Teleportation und dem einhergehenden Zerbrechen ist alle magische Energie aus ihm gefahren. Ich fürchte, jetzt ist es nur noch ein einfacher Spiegel, so schön er auch aussehen mag. Ich habe keine Verwendung für ihn. Aber vielleicht findest du einen Händler, der Gefallen daran findet. Na gut, wie du meinst. Wir verlangen von unseren Novizen Bescheidenheit. Doch ist es verständlich, dass du als Nichtangehöriger des Ordens vom Laster der Gier geprägt bist. Nimm also dieses Gold und denke daran, auch den Armen etwas abzugeben, denn sie trifft die Macht der Großen am härtesten von allen Geschöpfen auf dieser Erde. Wie es unseren Brüdern im Sumpf wohl ergeht? Die 500 habe ich auch bekommen, oder was? Wegen dem Spiegel. Ich werde es dich wissen lassen, wenn ich mit meinen Forschungen am Ende angelangt bin. Okay. Du kannst ja bis dahin das Geld verprassen, das du mir aus den Taschen gezogen hast. Okay, also das wird anscheinend dann immer noch weitergeführt werden. Ich kann auch komischerweise Novize werden. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Denn ich bin doch überhaupt nicht bereit. Ich möchte mich dem Kloster anschließen und den Weg des Novizen gehen. Nur diejenigen mit einer reinen Seele und guten Absichten können Novizen werden. Erfüllst du diese Bedingungen, mein Sohn? Ich denke ja. Wie kann ich mich vor Adanos beweisen? Du wirst einige Prüfungen bestehen müssen. Erst wenn Adanos uns das Zeichen schickt, wirst du in den Kreis aufgenommen. Hast du etwas zu tun für mich? Um dich auf die Probe zu stellen, sollst du unsere Brüder in der Stadt und im Lager besuchen. Was soll ich denn genau machen? Nichts. Du sollst einfach mit ihnen sprechen. Okay. Habe ich es vielleicht schon getan? Also man kann den mehrmals auf den Spiegel ansprechen. Irgendwie haben wir ihn jetzt schon wieder, aber er hat noch eine Option, dass er gerade mit ihm arbeitet. Also müssen wir da vielleicht einen Tag warten. Die haben die Aufnahme als Novize begonnen, aber irgendwie direkt abgeschlossen. Ich kann mich jetzt endlich für den Pfad des Novize entscheiden, was mich ein bisschen irritiert. Ich hoffe, da kommt es zu keinen Problemen. Kannst du mir das Schneidern von Roben zeigen? Könnte ich schon, aber momentan bin ich total ausgelastet. Bin ja nicht mehr der Jüngste. Solange ich den Auftrag für Herbert nicht fertig habe, kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren. Aber komm doch zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Wenn die Expeditionsvorbereitungen zu Ende sind, will ich mehr Zeit haben. So, also er kann uns das noch nicht zeigen, das wird wahrscheinlich erst im späteren Kapitel möglich sein. Also wir können irgendwie direkt Novize werden, was keinen Sinn macht. Mit den Priestern habe ich wahrscheinlich auch gesprochen. Wie steht es mit der Prüfung? Ich habe nichts über dich gehört. Okay. Also wir müssen noch mal explizit mit denen sprechen, das hätte ich mir beinahe gedacht. Ja. Aber irgendwie können wir sogar schon direkt Novize werden. Wie gesagt, macht mir ein bisschen Sorgen und ein bisschen Angst. Aber immerhin werden wir vermutlich sowieso nicht Mönch, beziehungsweise Novize, beziehungsweise Magier. Weswegen das jetzt alles nicht ganz so schlimm ist, aber es ist dennoch komisch, dass wir riesig direkt, ne, das macht keinen Sinn. Ja, ich wollte eigentlich, wer bist du? Parachor oder Parachor oder was auch immer, aber du bist nicht der, den ich suche, ist das Kurum? Der da sitzt. Ja, na, ich will mich da nicht hinsetzen. Steh auf! So, Chef. Ich habe deinen Ring. Gut. Zeig mal her. Sehr gut. Wenn du willst, kannst du später nochmal bei mir vorbeischauen. Dann kann ich dir sicher mehr darüber sagen. Okay. Also die Quest ist auch jetzt einfach abgeschlossen, sehe ich das richtig? Scheint so. Also wir haben jetzt Aufnahme als Novize, Aufnahme als Rekrut, die beiden Quests sind ja jetzt so die wegweisenden Hauptquests. Jetzt des Fischers müssen wir dann eben der Hafen schon wieder abgeben. Und dazu müssen wir ins freie Lager und zusätzlich müssen wir sowieso ins freie Lager. Denn da wird ein Vertreter des Klosters zu finden sein. Sowie auch Sarkados und der andere unten im Armenviertel, also die beiden. In der Stadt müssen wir auch aufsuchen. Wie gesagt, es überschneidet sich. Man muss für jeden überall hin, kann man sich so quasi merken. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, für Kurum haben wir eine Quest gemacht, für Parachor auch. Es kann sein, dass das vielleicht auch schon die Aufnahmequests von den beiden waren.
Ich meine, haben wir uns ja bewiesen für beide und auch noch für viele andere. Aber ich hätte jetzt gerne gewusst von euch, beziehungsweise von denen, die es halt normal gespielt haben. Ist es nicht normal, oder? Dass ich mich jetzt entscheiden kann, noch bevor ich die Quest erledigt habe. Das ist das Erste, was ich bestätigt haben will. Ich glaube nämlich nicht, dass es normal ist. Was zusätzlich wichtig ist, hätte ich jetzt bei Parachor oder Kurom noch eine Aufnahmequest machen können? Oder fehlt die jetzt aus unbekannten Gründen? Ja, also ist ja noch alles gerade im Lot oder fallen wir hier irgendwie so in so ein verbuggtes Eck jetzt rein? Wie gesagt, es ist nicht kein Spiel, also kein Gamebreaker, da wir ja ähnlich Priester werden, aber dennoch hier können wir bei denen jetzt noch eine Quest holen bei den ganzen Magiern? Oder hätten wir das jetzt sogar tun müssen? Also können, nachdem wir vom Chef diese Quest hier bekommen haben? Oder sind es nur einmalige Quests, die wir bei denen machen können, die wir also ohne Aufnahme sowieso erledigen konnten? Ja, also da muss ich jetzt ein paar Fragen stellen, denn ich mache mir Sorgen, dass wir hier irgendwie gerade die Aufnahmequests nicht machen können. Und das wäre wirklich fatal. Das lassen wir mal so stehen. Und ich speichere mal tatsächlich auf dem zweiten Slot ab. Auf dem ersten Slot sind wir mit Markus quasi. Das war Ende letzter Folge. Ich mache mir wirklich Sorgen gerade etwas. Also, wir haben jetzt als Aufnahmequest ausschließlich die Quest vom Chef, vom Alastor bekommen. Wo wir die, also in der wir die anderen Mönche oder Klosterangehörigen aufsuchen sollen. In der Stadt und im freien Lager. So, das ist die einzige Aufnahmequest, die wir jetzt bekommen haben. Und die unabhängigen Quests haben wir jetzt weitestgehend abgeschlossen. Aber die haben ja damit eigentlich nichts zu tun. Hätte ich zumindest so eingeschätzt. Ja, also die Quests, die wir hier generell hatten, hatten wir schon erledigt. Aber wie wir es ja am Beispiel der Stadt sehen, also bei den Rekruten, sobald wir die Aufnahmequest erhalten, kommen natürlich neue Gesprächsoptionen hinzu. Bei den einzelnen Rekruten, ja, bei denen wir uns beweisen müssen. Klar, können das Prozedere vielleicht auch ganz anders ablaufen im Kloster. Wird es vielleicht auch. Im Prinzip haben wir auch jedem hohen Priester und Magier auch schon mal einen Gefallen getan. Aber das waren ja unabhängige Quests. So wie es auch unabhängige Quests in der Stadt gab. Auch bei den Rekruten. Und da war ja nur der Ron, war ja der Einzige, der gesagt hat, dadurch, dass du die Quest gemacht hast, hast du mein Vertrauen gewonnen oder meinen Respekt. Und die anderen hatten ja dann nochmal unabhängig davon für uns was zu tun. Im Prinzip haben wir jedem Magier hier, glaube ich, schon mal geholfen und eine Quest für die erledigt. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das alles zusätzlich auch Aufnahmequests waren oder optionale Aufnahmequests. Und es macht generell wenig Sinn, dass der Alastor, ja, warum hat er uns jetzt, ich meine, es kann natürlich sein, dass es so sein soll, ja, vielleicht gibt er uns nur eine Quest mit und schwafelt wirklich was davon, von wegen, wir sind Teil einer Vision von ihm gewesen und wir sind der Auserwählte und deswegen geht es alles ganz flott. Aber es ist irgendwie ein bisschen komisch, es kam etwas zu schnell, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hatte das Gefühl, dass das nicht so ablaufen sollte. Kann sein, dass es vielleicht so ist. Also wir könnten jetzt direkt Novize werden, noch bevor wir die Aufnahmequest vom Chef gemacht haben. Und da beißt sich's irgendwie, weil das macht wenig Sinn. Zumindest ist das mein Gefühl. Jetzt haben wir eine Quest von ihm, die werden wir machen. Während wir jetzt im freien Lager weitere Aufnahmequests, also dort auch Aufnahmequests annehmen. Beziehungsweise die eine aus dem Kloster und die, die wir noch haben aus der Stadt, werden wir ja bearbeiten. Das müssen wir ja für beide jetzt auch ins freie Lager.
Na, tatsächlich haben wir hier jedem Magier-Priester schon mal geholfen. Hey, ne? Castor ja auch. Kann der uns das brauchen? Wir haben wieder ein bisschen Geld. Haben wir da was? Stell mir noch einen Stärketrank aus Kristallen her. Hast du 5 rote Kristalle? Nee, habe ich nicht. Stell mir noch einen Leben. Hast du 5 rote Kristalle? Achso, da brauchen wir auch die roten für. Ja, gut, dann nicht. Ich höre Goblins. Ich höre hier immer Goblins. Aber es kann auch sein, dass sie nur nachgespawnt sind, denn da war ja eine Goblin-Höhle, da wo wir auch die Kristalle gefunden hatten. Da müssen wir jetzt nicht nochmal entlang laufen. Aber ja, ihr versteht meine Sorge, denke ich mal. Deswegen, wie gesagt, stelle ich nochmal am Ende der Folge jetzt hier die Fragen, die relevanten. Sind uns jetzt hier irgendwie ein paar Gesprächsoptionen verloren gegangen? Ja, sollten die Magier uns noch Quests geben, nachdem wir mit Alastor gesprochen haben? Und was hat das mit dieser Vision von ihm auf sich? Ja? Soll die so sein? Oder ist hier irgendwas aus dem Ruder gelaufen? Ja, das müssten wir in Erfahrung bringen. Wie gesagt, es wird kein Game-Breaking-Bug sein. Erstens scheint es ja schneller zu gehen als standardmäßig, da wir direkt Novize werden können. Und auf der anderen Seite werden wir eh kein Novize. Aber dennoch, was hat es damit auf sich? Ja, beziehungsweise gehen da uns jetzt irgendwie Aufnahmequests verloren, denn irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, als ist das der Fall. Oder gibt es nur die eine Quest von Alastor und die unabhängigen Quests der anderen Magier? Also das wäre in Erfahrung zu bringen. In diesem Sinne hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes passiert und uns nichts jetzt durch die Lappen geht an Quests. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.